Les, ich schreibe dir morgen über den Bronson-Fall. Richte dich nach den Instruktionen. Und was den Prozess Delta Corporation betrifft, sie haben mich. Soweit ich es beurteilen kann, bleiben sie fest. Sie wollen $300.000 und die Übergabe des Geldes morgen Abend. Sie haben mich. Leslie, ich dachte... Thank you.
Hallo, Pat? Hier ist Leslie. Ja, hör zu. Ich habe es doch schon wieder vergessen. Ja, ich weiß, ich bin in letzter Zeit ziemlich vergesslich. Ach, Pat, weißt du, was wir machen? Ruf mich doch morgen bitte pünktlich um 11:45 im Büro an. Ja, sag nur eines, Tennis. Ich schreibe mir das dann sofort in meinen Kalender. Also gut, Pat, bis dann. Wann haben Sie sich diese Verletzungen zugezogen, Mr. Crowell? Am 16. September war das, ein Freitag, abends um 8.30 Uhr. Und sind Sie an diesem Freitagabend sofort in ein Krankenhaus gebracht worden? Ja, sofort, in St. Joe's Hospital, in Santa Monica. Euer Ehren, ich möchte diese Krankenberichte als Beweisstück A einbringen. Mr. Crowell, welches sind die Folgen der Verletzungen, die Sie sich bei dem Sturz zugezogen haben? Ich habe seitdem ständig starke Rückenschmerzen und dann... Einspruch, Euer Ehren. Der Kläger ist nicht kompetent, exakte medizinische Aussagen zu machen. Stattgegeben. Dann lege ich jetzt das Beweisstück B vor. Einen vollständigen ärztlichen Bericht über den Gesundheitszustand des Klägers. Verletzung des Rückgrates in der Lendengegend. Verletzung in der Nervenstrecke, ja, die eine zeitweilige Lähmung der linken Körperhälfte bewirken. Haben Sie irgendwas erfahren können? Niemand hat was von ihm gehört oder gesehen, seit er Phoenix verlassen hat. Alle Unfallstationen an Wofa? Nancy hat sie alle durchtelefoniert. Auch nichts. Wart ihr auf der Polizei? Nein, noch nicht. Sollen wir... Nein, das überlege ich mir noch. Einspruch. Irrelevant und nicht von Bedeutung. Stattgegeben, die Antwort wird gestrichen. Sollen wir vielleicht eine Vermisstenanzeige aufgeben? Nein, das werde ich heute Nachmittag selber tun. Und wie geht es hier? Wir haben nette, gutbürgerliche Geschworene. Die können zwar Versicherungsgesellschaften nicht leiden, aber schwarze Arbeiter noch viel weniger. Mr. Crowell, Sie haben vor dem Unfall an einer Stanzmaschine gearbeitet. Ist das richtig? Das ist richtig. Haben Sie schon mal Wohlfahrtsunterstützung bekommen? Einspruch. Ja, stattgegeben. An dem Abend, als Sie die Treppen herunterfielen, in dem Apartmenthaus des Beklagten, wo sind Sie da gewesen, vor dem Unfall? Im Café, in derselben Straße. Und dort haben Sie, Mr. Crowell, jedenfalls nach Aussage des Cass, wenigstens 3 Glas Whisky getrunken, ohne etwas zu essen. Dann verließen Sie das Café und wollten in Ihre Wohnung. Und da Sie nicht mehr in der Lage waren, die Treppenstufen zu erkennen, sind Sie gefallen. Einspruch, Euer Ehren. Die Verteidigerin operiert mit Vermutungen, die zu beweisen sehr schwer sein dürfte. Aber der Kläger konnte beweisen, dass die Treppen schlecht beleuchtet waren. Wie konnte er das, wenn er so viel getrunken hatte? Einspruch, Euer Ehren. Ja, stattgegeben. Ich unterbreche die Sitzung bis 1 Uhr. Ich habe meinem Klienten gesagt, dass ich einen Vergleich anstreben werde. Das finde ich sehr vernünftig. In meinem Büro in 10 Minuten? In meinem, um 12:30. Sieht gut aus, nicht? Sieht wirklich gut aus. Wahrscheinlich kann ich Ihre Versicherung diesmal noch billig aus der Patsche helfen. Aber ich habe mir das Haus genau angesehen. Es wäre besser, wenigstens minimale Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, sonst bricht sich da jemand den Hals. Danke. Tag, Mrs. Williams. Hallo, Michael. Wissen Sie irgendwas Neues? Nein, immer noch keine Nachricht von Mr. Williams. Ich habe wirklich alles versucht. Danke, Nancy. Ich möchte Ihnen was diktieren. Wir müssen den Vergleich formuliert haben, bevor er kommt. Wie spät ist es, meine Uhr steht? 11:45. Sie verlangen also bis jetzt 150.000. Sie sind sicher auch der Ansicht, sein Klient hat das Geld dringend nötig. Er ist auch mit der Hälfte zufrieden. Er weiß, dass es für ihn nicht sehr gut steht und wird nehmen, was er kriegt. Und dann ist er sicher auch mit $10.000 einverstanden. Ist das nicht ein bisschen zu hart? Ich gehe schon ran. Ja? Les, weißt du das Wort noch? Tennis. Ja? Vergiss es nicht. Was? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Was ist denn? Bitte rufen Sie die Polizei an. Der Mann am Telefon sagte, er hätte meinen Mann entführt. Ich möchte je 2 Posten hier und dort. Aber Sie sollen sich nicht sehen lassen, sonst rufen verschreckte Nachbarn alle 5 Minuten die Polizei an. Presse, Mr. Carlson. Hoffmann, hier ist Carlson. Es darf über diesen Fall noch nichts erscheinen. Seien Sie friedlich, oder soll ich Ihnen aufzählen, wie oft ich Ihnen schon einen Gefallen getan habe? Danke. Vorläufig hält die Presse also still, Mrs. Williams. Danke.
Fertig mit der Bastelei? Noch nicht ganz. Moment noch. Wir können dann alle Anrufe mithören und aufnehmen, Mrs. Williams. Und auch feststellen, woher Sie kommen? Manchmal. Die Erfahrung zeigt, dass Kidnapper nur sehr kurz anrufen, sodass wir nicht die Zeit haben, das festzustellen. Aber wenn wir die Stimme auf Band haben, können wir einen Stimmenabdruck machen, der uns vielleicht weiterhilft. Ich möchte Sie etwas fragen und ich möchte, dass Sie absolut ehrlich zu mir sind. Ja, sicher. Wenn ich wirklich das Lösegeld bezahle, was für eine Chance habe ich dann, meinen Mann wiederzusehen? Also gut, ich will ehrlich sein, Mrs. Williams. Das können wir nicht wissen. Wir können nur das Beste hoffen. Wir jedenfalls tun unser Möglichstes. Das weiß ich doch, das weiß ich. Sehen Sie, Mrs. Williams, lassen Sie uns versuchen, optimistisch zu bleiben. Es geht ihm sehr wahrscheinlich gut und in 24 Stunden haben Sie ihn wieder. Das, mehr will ich ja auch nicht. Ah, entschuldigen Sie bitte. Carlson? Ja, ich warte. Mrs. Williams? Ja? Lieutenant Colombo, ich bin von der Polizei. Ich habe gerade meinen Kugelschreiber hier irgendwo verloren. Einen Augenblick. Ja. Soll ich Ihnen suchen helfen? Oh, nein, nein, das ist wirklich nicht nötig, haben Sie. Vielen Dank. Ich will nur schnell nochmal nachsehen hier. Soll ich eine Taschenlampe holen? Oh, nein, bitte keine Umstände. Ist schon gut. Ich habe irgendwo Streichhölzer. Es macht mir keine Mühe. Na, ist doch nicht wichtig. Das ist doch nur ein Kugelschreiber. Nur mein Name war eingraviert und deswegen... Aber meine Frau kauft mir einen neuen und lässt ihn wieder gravieren, denn an sich ist er wertlos. Ich meine... Liegt er nicht da? Wo meinen Sie? Hier. Oh. Nein. Nein. Alles in Ordnung, Mrs. Williams? Lieutenant Colombo hat seinen Kugelschreiber verloren. Oh, bitte belasten Sie ihn nicht auch noch damit. Lieutenant Colombo? Oh ja, guten Abend, wie geht's denn? Mrs. Williams, ich denke, den Kugelschreiber sollten wir jetzt wirklich abschreiben. Soll ich Ihnen eine Taschenlampe besorgen? Ich habe ihm schon eine angeboten. Nein, ist nicht so wichtig. Ein Anruf von der Verkehrspolizei. Sie haben den Wagen Ihres Mannes gefunden. Irgendein Zeichen von Gewaltanwendung? Nein, nicht das Geringste. Aber wie haben Sie meinen Mann aus dem Wagen... Der Wagen stand an einem Stoppschild. Wir nehmen an, dass die Kidnapper, als ihr Mann an der Kreuzung hielt, ihn aus dem Wagen geholt haben. Mr. Carlson, dieser Mann hier will, glaube ich, zu Ihnen. Oh, Lieutenant. Meine Herren, darf ich Ihnen Lieutenant Colombo von der hiesigen Polizei vorstellen? Guten Abend. Was wollte ich sagen? Durch das Stoppschild sind wir... Können wir irgendwas für Sie tun, Lieutenant? Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass man den Wagen gefunden hat. Diese Information haben wir schon bekommen. Ja, das sehe ich auch gerade. Ist die Abhöranlage fertig? Noch nicht. Wenn Sie wollen, können Sie gerne hierbleiben, Lieutenant. Oh, haben Sie. Vielen Dank, Mr. Carlson. Mhm. Jerry, lassen Sie die Häuser überprüfen in der Gegend, wo man den Wagen gefunden hat. Vielleicht hat jemand in der letzten Nacht irgendwas gesehen oder gehört. Fangt hier am Sunset an und arbeitet euch dann rauf. Oh, und Hammond, vergessen Sie bitte nicht die Laborberichte über das Gepäck und die Aktentasche. Mr. Carlson? Ja? Glauben Sie, dass die Kidnapper eben schon den ganzen Weg von Phoenix gefolgt sind? Das ist nicht anzunehmen, Mrs. Williams. Aber Sie müssen doch gewusst haben, wann er weggefahren ist. Deswegen vermute ich ja, dass die Täter dort einen Helfer hatten, der wusste, wann ihr Mann abgefahren ist. So könnte es gewesen sein. Der hat seine Komplizen hier verständigt. Ach so. Der Lieutenant möchte gerne die Lösegeldforderung lesen. Was? Oh ja, hier, bitte. Sie haben keine Ahnung, wann Ihr Mann aus Phoenix weggefahren ist? Nein. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich das bitte auch mal sehen? Ja, natürlich. Nein, nein, er hat sich nicht gemeldet, auch nicht im Büro. Hammond, in welche Garage ist der Wagen gebracht worden? In die Innenstadt. Sind die Fingerabdrücke an dem Wagen schon ausgewertet? Nein. Tja, Mrs. Williams, wenn man sich den Weg ansieht, den Ihr Mann gefahren sein muss, der beste... Was ist das? Eine Luftbildkarte? Oh, so sieht das aus. Wenig Licht. Wozu ist die hier? Entschuldigen Sie. Die haben die Kidnapper mit den Instruktionen geschickt. Die haben Instruktionen geschickt? So ist es. Und was wollen die? Mrs. Williams soll allein diesen Highway entlang fliegen, an diesem Punkt abbiegen und weiter über die Wüste fliegen. Ja, genau. Dort wird sie ein Leuchtsignal bekommen und den Beutel mit dem Geld abwerfen, sonst das Übliche. Keine Polizei und so. Ich weiß auch nicht, warum das so sein muss. Und dann soll das stattfinden? Ich weiß. Das wissen wir noch nicht. Aber da steht ja drauf, dass Sie uns heute noch anrufen. Hören Sie, Miller. Alles, was ich will. Ach so. Nehmen Sie die Fingerabdrücke vom Wagen und werten Sie so schnell wie möglich aus. Ja, das weiß ich doch. Aber immerhin kann das Leben des Entführten davon abhängen. Sie fliegen ein Flugzeug? So ist es. Nein, ganz ein? Hat eine ja, überquert und kein Witz? Kein Witz. Ausarbeiten. Genauso gut können Sie aber auch hier sitzen. Und damit ist das ein Fall für die Bundespolizei. Sagen Sie das Ihren Leuten. Ja, ich weiß, dass Sie Schwierigkeiten machen. Kommen Sie weiter?
Ja, ich bin gleich soweit. Wir können dann eine Probe machen. Wenn er mit seinem Gespräch fertig ist, können wir sofort feststellen, ob es geht. Faszinierend. Das sind wirklich Ihre Probleme. Danke. Kann ich Ihnen helfen, Lieutenant? Oh nein, ich schnupper nur so rum. Suchen Sie irgendetwas Bestimmtes? Nein. Ich meine, wenn Sie was Bestimmtes suchen, ich bin gern bereit, Ihnen zu helfen. Oh, haben Sie herzlichen Dank. Mrs. Williams? Ja? Wo ist denn hier, Oh, wenn Sie diese Stufen hinaufgehen, den Flur entlang, die erste Tür rechts ist dann das Gästeklo. Ah. Haben Sie genau verstanden? Hm? Ja. Die erste Tür rechts. Ja. Wir sind sofort fertig, Mr. Carlson. Gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, fein, okay. Es ist kalt hier. Ich muss sagen, Mrs. Williams, wie Sie Ihre Haltung bewahren, wirklich bewundernswert. Ach. Das mag ein bisschen so aussehen, aber wenn Sie nicht wären... Das ist sehr freundlich, Mrs. Williams. Aber wir tun nur, was wir können, das ist alles. Sie sind wirklich zu bescheiden. Sagen Sie, glauben Sie, dass Sie an dem Wagen irgendetwas finden? Fingerabdrücke oder so? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Das ist eine sehr professionell durchgeplante Entführung. Irgendwann jemand aus Phoenix wegfahren würde und die wussten, dass sie fliegen können. Nein. Ich fürchte, die einzigen Fingerabdrücke, die wir finden, sind von Ihrem Mann. Und von Ihnen natürlich. Alles gefunden, Lieutenant? Oh ja, selbstverständlich, danke. Was ich Ihnen sagen muss, Mrs. Williams, Sie haben wirklich ein schönes Haus hier. Dann machen Sie sich nur bequem. Sagen Sie, die Seife, die Sie da im Badezimmer haben, die so aussieht wie kleine Apfelsinen. Ja. Ich habe mich fast nicht getraut, sie zu benutzen. Aber eigentlich ist sie dafür da, dass man sie benutzt. Ja, entschuldigen Sie meine dumme Frage. Wenn man ein Stück benutzt hat und legt es dann wieder zurück, wie verhindert man, dass es mit den anderen zusammenklebt? Das ist ein Problem. Genau das habe ich mir gedacht. Wissen Sie, was ich glaube, mein Herr? Wirklich ein schönes Haus. Ich denke, Sie werden noch eine ganze Weile zu tun haben und deswegen mache ich uns jetzt was zu essen. Ach, das ist nicht nötig, Mrs. Williams. Wir können uns doch etwas schicken lassen. Oh, bitte, lassen Sie mich irgendwas tun, damit ich mich ablenken kann. Also gut, vielen Dank. Mrs. Williams. Ja, was ist? Haben Sie keine Angestellten, die hier wohnen? Doch. Naja, es ist überall dasselbe Problem. Wenn man will, dass etwas getan wird, muss man es selber tun. Was soll das heißen, Lieutenant? Oh, ich wollte nur sagen, Sie zahlen eine Menge Geld an Ihre Hausgehilfen, aber kochen müssen Sie dann selber. Wenn Sie es also genau wissen wollen, meine Haushälterin ist seit ein paar Wochen auf Urlaub. Oh, ach so, ich verstehe, Sie sind also ganz allein hier. Tja, Mrs. Williams, wenn ich Ihnen irgendwas helfen kann, ich meine Kartoffeln schälen oder sowas, müssen Sie mir nur sagen. Oh ja, natürlich, ich werde es Ihnen sofort sagen. Nochmal, damit wir sicher gehen. Dann wäre es also doch dieses Gebiet. Ja, zwischen diesem Punkt und dem Highway hier. Das sind über 150 Meilen. Unmöglich, das alles zu überwachen. Hallo? Les? Paul? Sie haben mich. Sie wollen $300,000. Wann? Morgen Abend. Richte dich nach den Instruktionen. Es geht hier um das Leben meines Mannes und ich will nicht, dass Sie mir folgen. Keine Aufregung, Mrs. Williams. Wir folgen Ihnen in sicherer Entfernung mit einem Helikopter. Nur zu Ihrer Sicherheit. Ja, ich weiß natürlich, dass Sie das Richtige tun. Es tut mir leid, wenn es sich eben so anhört. Schon gut, Mrs. Williams. Wir wissen alle, was in Ihnen vorgeht.
Ich denke, ich werde jetzt nach oben gehen. Ich bin in meinem Zimmer, wenn Sie mich brauchen. Das ist eine gute Idee. Unsere Männer bewachen das Haus. Sie können also ruhig schlafen. Also, das wär's dann wohl für heute. Pack die Sachen zusammen und dann gehen wir. Ich werde das Band noch ins Labor bringen. Ja, gut. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Ist klar. Was ist, Lieutenant? Das wär's für heute. Lieutenant. Hm? Machen wir Schluss für heute. Oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Ich danke Ihnen. Danke. Kennen Sie viele Frauen? Was meinen Sie? Ich meine, sie ist wirklich eine Ausnahme. Was wollen Sie damit sagen? Als das Telefon klingelte. Sie rannte hin, nahm den Hörer von Ihnen und dann, ja. Sie fragte ihn nicht, sie hat ihn nicht gefragt, wie es ihm geht. Was soll daran so merkwürdig sein? Sie war verschreckt. Eine Stresssituation. Ja. Ja, das ist richtig. Das war eine Stresssituation. Mir ist es nur aufgefallen. Ich dachte, wenn ich in den Händen von Kidnappern wäre und meine Frau würde nicht fragen, ob es mir gut geht, dann würde mich aber wundern. Was ist der Witz dabei, Lieutenant? Witz? Nein, 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 kein Witz dabei. Nur, sie ist eine eigenartige Person. Hm? Gute Nacht, Lieutenant. Ja, ja. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Sir. Würden Sie bitte hier unterschreiben und hier, auf allen drei Kopien. $300.000 gehören jetzt Ihnen. Die Seriennummer haben wir? Ja, Sir. Die Bank hat uns die Arbeit abgenommen und die Nummern aufgeschrieben. Na fein. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Ist selbstverständlich. Mrs. Williams, das sind nun alle Ihre Treuhandkonten, Kommunalobligationen und Ersparnisse. Außerdem waren wir gezwungen, Ihre Aktien zu verkaufen. Leider mit großem Verlust. Es tut mir leid, aber wir hatten keine Wahl. Ich weiß das, Mr. Perkins, aber jetzt ist nicht der Augenblick, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich nicht, Mrs. Williams. Ich habe einen Koffer mitgebracht, Mrs. Williams. Oh, vielen Dank, aber das war nicht nötig. Ich habe eine Tasche. So, das wär's dann. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Mrs. Williams, der auf der Karte eingezeichnete Luftkorridor wird für uns freigehalten. Sie werden also allein sein. Und was ist mit Ihnen? Wir bleiben in einem Abstand von 2 Meilen hinter Ihnen. Sie haben versprochen, dass Ihre Leute nicht in der Gegend sein würden. Die Streifenwagen haben genaue Instruktionen erhalten. Wenn Sie verdächtige Personen bemerken, sollen Sie nur die Wagen identifizieren und sie passieren lassen. Es kann aber genauso gut sein, dass die sich die Tasche schnappen und verschwinden, bevor sie jemand gesehen hat. Ich würde mir also keine allzu großen Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann, nichts weiter. Natürlich. Ich muss mich jetzt endlich umziehen. Bitte entschuldigen Sie. Alles klar, Mrs. Williams? Ich bin fertig. Also dann, viel Glück. Steigen Sie hinten ein. Und Rauchen verboten. Ah, natürlich. So können wir uns verständigen und haben Verbindung zu Mrs. Williams. A35 Romeo, I'm ready for takeoff. You're clear, A35 Romeo. Was war das? Was war was?
Da ist doch so ein komisches Geräusch im Motor. Seien Sie ganz ruhig, Lieutenant. Die Maschine ist sorgfältig gewartet. Ah ja. Hier ist 835 Romeo. 335 Foxtrot. Wir hören 835 Romeo. Ich bin jetzt über dem nördlichen Highway und gehe runter auf 1000 Fuß. Geschwindigkeit 150. Wir erhalten unsere Position hinter Ihnen. Geschwindigkeit 150. Verstanden. Wie weit ist es denn noch? Wie weit ist es noch? Sie wird uns schon mitteilen, wenn sie den Punkt erreicht, wo sie abbiegen muss. Hier in der Nähe? Ich weiß nicht. Sehen Sie den Highway da unten rechts? Ja, den sehe ich natürlich. Bei der nächsten Koordinate wird sie abbiegen Richtung Wüste. Das ist gut. Romeo. Ich nähere mich der Koordinate. Neuer Kurs 20 Grad. Ja, verstanden. Geschwindigkeit 150. Hier ist 335 Foxtrot an alle Bodeneinheiten. Wir kommen jetzt an die Palmdale-Ausfahrt. Wir halten jetzt Funkstille, bis der Sichtkontakt hergestellt ist. Ja, verstanden. Romeo an 335 Foxtrot. Ich habe Sichtkontakt mit einem Blinklicht neben Zubringer in Koordinate 28. Wir haben verstanden. Ich fliege eine Schleife und werfe ab. Hier ist 335 Foxtrot an Streifenwagen 22 und 12. Fahren Sie zum Zubringer Kartenkoordinate 28. Ist abgeworfen, ich fliege zurück. Gelaufen. Sie haben keinen gesehen? Nein, Sir. Der Highway ist ja auch nur eine halbe Meile von hier weg. Der Verkehr ist ziemlich stark, da kann man verschwinden, ohne dass wir viel tun können. Ja, damit haben wir ja auch gerechnet. Mr. Carson. Ja, darf ich mal sehen hier? Kommen Sie, wir fliegen nach Hause. Lieutenant? Lieutenant Columbo! Wir wollen fliegen! Hey, Lieutenant, die Tasche muss ins Labor.
mitkommen, Lieutenant? Hä? Nein, nein, fahren Sie ruhig schon vor. Ich gehe ein Stück zu Fuß wegen der frischen Luft. Sie verstehen. In Ordnung. Ja. Wie geht es meinem Vater? Was tust du denn hier? Wo ist er? Hast du von ihm gehört? Nein, noch nicht. Aber du hast doch den Kidnapper Lösegeld bezahlt. Wann bringen sie ihn zurück? Das wissen wir nicht. Wie geht's dir denn? Dich habe ich wirklich nicht erwartet. Als ich dein Telegramm bekommen hatte, nahm ich das nächste Flugzeug von Zürich. Wir hatten nur eine Zwischenlandung und die war kurz. Du brauchtest doch nicht zu kommen. Was du in Wirklichkeit meinst, du wolltest nicht, dass ich komme. Was ich in Wirklichkeit meine, ist, du kannst dir nicht viel tun. Ach, hören wir doch mit den Phrasen auf, Leslie. Denn ich hasse dich ebenso sehr wie du mich. Vielleicht aber noch mehr. Du brauchst mir hier nicht die leidende Stiefmutter vorzuspielen. Dazu bin ich zu alt. Du siehst also, die kostspielige Erziehung in der Schweiz war doch nicht ganz sinnlos. Margaret, wir sind beide erregt und abgespannt und müde. Weder du noch ich wollen irgendwas sagen, was wir so nicht meinen. Und was uns später mit Sicherheit leid tut. Warum gehen wir nicht erst einmal schlafen? Es wird morgen ein langer Tag werden. Ich mache mir Sorgen um ihn. Schließlich liebe ich ihn auch. Es ist mir unmöglich zu schlafen und ich bin furchtbar nervös. Ich habe Angst, fürchterliche Angst. Ich habe auch Angst. Ihm darf nichts passieren. Das wird es nicht. Ich weiß es. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Sollen wir sonst weiterleben? Ich weiß nicht, es muss doch einen anderen Ausweg geben. Vielleicht zeigt dein Mann Verständnis. Zum Beispiel, wenn ihm irgendein kleiner Unfall zustößt. Er ist hochversichert, nicht? Bist du dir eigentlich klar darüber, was du da sagst? Sei nicht sentimental. Vielleicht gehe ich zurück zu ihm. Ich weiß, dass er mich immer noch liebt. Und dein Leben mit ihm ist immer noch besser, als ich auf der Flucht zu sein. Ja, du hast recht, wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Aber er liebt mich. Na dann, viel Vergnügen. Wie habe ich dich eigentlich die ganze Zeit ertragen? Darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich weiß hat nicht, jemand ob du angerufen? Das wünschen solltest. Ich weiß nur um nicht, zu sagen, dass sie noch nichts kannst. Gehört hätten. Irgendwelche Leute stehen vom Haus und langweilen sich. Versuch es und doch mal. Starren hier hör rüber. Endlich FBI-Agenten. Komm, keine Zeitung mal. Schreibt irgendetwas über Daddy. Und doch nicht über die Kidnapper. Sinn, die Polizei hat die Presse bisher ich raushalten können. Ebenso einfach keinen das klaren Fernsehen. Gedanken. Ich wollte die Nachrichten sehen. Die sind später. Wo gehst du jetzt hin? Ich habe einen Termin im Gericht. Wie kannst du das? Ich meine, was geht in dir vor, Leslie? Glaubst du, das ist der richtige Augenblick, die Star-Anwältin zu spielen?
Irgendwann wirst du selber erleben, dass man nicht immer die freie Wahl hat, dass man etwas tun muss, ganz gleich, ob man es will oder nicht. Ja, ich bin sehr froh darüber, dass ich so ein dummes kleines Kind bin. Und ich denke nun mal nur an meinen Vater, Leslie. Nicht mehr als ich. Warum versuchst du nicht, dich mit irgendwas zu beschäftigen, Margaret? Ich meine damit allerdings nicht das Fernsehen oder teure Telefongespräche zu führen. Versuch doch mal, was Sinnvolles zustande zu bringen. Ich rufe dich sofort an, wenn ich was höre. Leslie, viel Glück bei der Verhandlung. Vielen Dank, Margaret. Heute Nachmittag seinen kleinen Unfall. Die Versicherung ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Sie zahlt bar. Du spielst mit, ob du willst oder nicht. Oder hast du immer noch nicht begriffen, wer ich bin? Doch, es hat nur etwas gedauert. Kluges Mädchen. Du weißt, was du zu tun hast? Verschwinde! Sofort! Keine Aufregung, Baby. Ich bin schneller draußen, als du denkst. Also, wenn der Gegenanwalt Sie über den Unfall ausfragt, weinen Sie. Worüber soll ich weinen? Einfach über alles. Besonders, wenn er Sie fragt, wie schnell Sie gefahren sind, als Sie den Wagen streiften. Entschuldigen Sie mich. Setzen Sie sich dahin. Geben Sie mir die Akte, Michael. Mhm. Bitte. Oh. Also, Mrs. Williams. Mrs. Williams, kann ich Hat Sie mein Mann sich gemeldet? Kann ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Wir können ruhig sprechen. Es ist besser, wenn ich allein mit Ihnen Sagen rede. Sie schon, haben Sie meinen Mann gefunden oder was ist? Bitte, Mrs. Williams. Nun sagen Sie es, endlich ist er gesund. Ihr Mann ist tot, Mrs. Williams. Geht es, Mrs. Williams? Lassen Sie mich einen Augenblick. Ich lasse einen Arzt rufen. Ja. Wir werden Sie nach Hause bringen. Geben Sie mir meine Tasche, bitte. Es tut mir sehr leid, Mrs. Ja. Lieutenant. Hat sich gefragt, wo man die Leiche gefunden hat? Nein. Das habe ich mir gedacht. Oh, hören Sie noch eins, Mr. Carlson. Sie hat auch nicht gefragt, wie er umgekommen ist. Nein. Das habe ich mir auch gedacht. Also los, Lieutenant, warum beschäftigt Sie das so? Oh, nichts, nichts. Na kommen Sie, warum beschäftigt Sie das? Ich denke nur daran, wie sie bisher gewesen ist. Sie wissen, wie kühl sie war, gefasst und mit einem klaren Kopf. Und hier kriegt sie einen Nervenzusammenbruch vor all den fremden Menschen? Ich weiß nicht, was daran seltsam sein soll. Nein, vielleicht nur zweckmäßig. Raus mit der Sprache. Wenn Sie glauben, sie hat was mit der Entführung zu tun, müssen Sie es mir sagen. Oh, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verwirren. Sie haben mich gefragt, was mich beschäftigt, und ich habe es Ihnen gesagt. Jetzt werde ich Ihnen was sagen, Lieutenant. Wenn Sie diese Frau belästigen, reiche ich gegen Sie Beschwerde ein. Einen Moment, Mr. Carlson. Sie machen gerade einen Fehler. Das ist jetzt keine reine Entführung mehr. Das ist ein Mord, ja? Und wie Sie ganz genau wissen, gehört Mord in meine Abteilung. Ich sehe Sie sicher noch wieder. Margaret eine Spritze gegeben und sie ins Bett gebracht. Sie wird gleich schlafen. Ja, gut. Nehmen Sie zwei davon, bevor Sie schlafen gehen, dann haben Sie die ganze Nacht Ruhe. Vielen Dank, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Ihnen allen. Wir sollten Sie jetzt schlafen lassen. Ich gehe nach oben. Sei tapfer, Leslie. Ich rufe dich morgen an, mein Schatz. Gute Nacht, Leslie. Gute Nacht. Wenn du mich brauchst. Dank dir. Mrs. Williams, wir werden das Haus noch ein paar Tage bewachen lassen. Können wir sonst noch was für Sie tun? Nein, vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Was die Seele deines Dieners durch des Satans Tod
und durch eigene Bosheit und Schwäche gegen deinen Willen sündigend auf sich geladen, und mache sie rein. Lass deine heiligen Engel sie in das Reich der Himmel geleiten, wo weder Schmerz noch Trauer noch Klage, wo die Seelen deiner Gläubigen in seliger Freude frohlocken. Und gib, dass dein Diener am jüngsten Tage Anteil empfängt an der ewigen Herrlichkeit, welche du jenen bereitet hast, die dich lieben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch einmal mein aufrichtiges Beileid, Mrs. Williams. Danke. Ich werde für Sie beten. Danke. Gottes Frieden für Sie. Leslie? Ja, Mark. Jetzt hast du, was du wolltest. Jetzt hast du dein Ziel erreicht. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich so erschrocken. Ist gut, ist alles in Ordnung. Es geht schon wieder. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Wer sind Sie? Ich bin Lieutenant Colombo von der hiesigen Polizei. Mhm. Wenn Sie irgendwann mal Fragen haben sollten, Sie sind nicht allein. Margaret! Vergessen Sie nicht, ich bin immer für Sie da. Jetzt bitte die anderen warten. Ich verstehe nicht, dass du sie auch noch in Schutz nimmst. Sie ist verzogen und selbstsüchtig. Nein, Pat, du darfst dir keinen Vorwurf machen. Paul und ich haben uns einfach zu wenig um sie gekümmert. Es ist allein unsere Schuld. Wäre das meine Tochter, Stieftochter oder nicht, ich würde sie sofort rauswerfen und ihr keinen Cent geben. Oh. Pat, ich denke, wir sollten Les jetzt in Ruhe lassen. Sie haben recht, das denke ich auch. Pat, ich werde dich irgendwann anrufen. Tu das. Ich danke dir für deine Hilfe. Es ist so lieb, dass du gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Fühlst du dich besser? Ja, danke, Liebes, wirklich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Leslie. Auf Wiedersehen, Lieber. Ich möchte euch noch mal sagen, wie dankbar ich für eure Hilfe bin. Ich habe immer gewusst, dass ihr gute Freunde seid. Paul liebte dich. Paul hat euch geliebt, euch alle. Auf Wiedersehen, Leslie. Ich bin immer für dich da. Ich rufe dich an. Ruh dich aus. Margaret? Margaret, komm bitte herunter. Ich weiß, dass du da oben stehst. Dann kannst du auch herunterkommen. Du hast gerufen, mein Schatz. Wir sollten uns, glaube ich, mal unterhalten. Wie du willst, mein Schatz. Margaret, ich bin bereit, den Zwischenfall heute auf dem Friedhof zu vergessen. Ich weiß, wie hysterisch Teenager sein können, aber ich bin nicht bereit, noch weitere unkontrollierte Ausbrüche oder deinen Sarkasmus geduldig hinzunehmen. So, willst du nicht? Du machst es uns nicht gerade leicht, wenn wir hier weiter in Frieden leben wollen. Du solltest deshalb sofort in deine Schule zurückfahren. In der Schule ist leider kein Mensch. Sie ist noch einen Monat geschlossen. Tut mir leid. Dann fahr zu deinen Freunden nach Paris. Die freuen sich. Leslie, ich werde nirgendwo hinfahren. Verstehst du? Ich bleibe hier. Warum? Weil es nämlich auch mein Haus ist. Margaret, weil wir uns gerade so angeregt unterhalten, wir sollten auch noch über etwas anderes sprechen. Und das wäre? Finanzielle Dinge. Dein Vater, also gut, dein Vater und ich haben finanzielle Angelegenheiten immer von dir ferngehalten, aber nun musst du dich mit der harten Realität leider auseinandersetzen. Was soll das? Ich habe mein eigenes Konto. Du hattest. Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen, aber da du noch minderjährig bist, hatten dein Vater und ich das Verfügungsrecht über das Konto. Was ist damit geschehen, Leslie? Naja, um das Lösegeld bezahlen zu können, musste ich alles Geld, das wir hatten, zusammenkratzen. Du versuchst mir beizubringen, dass wir bankrott sind. Ist es so? Nein, ganz so schlimm sieht es nicht aus, denn meine Anwaltspraxis und die Firma bringen ja genug, sodass wir vorläufig nicht mittellos auf der Straße stehen werden. Aber gewisse Sparmaßnahmen müssen wir uns schon überlegen. Du meinst meinen monatlichen Scheck, nicht? Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Du hast sicher schon überlegt, wie groß diese gewissen Sparmaßnahmen sind. Nein, das weiß ich noch nicht. Ich muss erst sehen, wie viel ich aufbringen kann. Ich sag's dir dann. In der Zwischenzeit, ich meine, solange du hier wohnst, wäre es vielleicht ganz nützlich, wenn du dir irgendwo einen Job besorgen würdest. Du hättest dann etwas Taschengeld. Denk mal drüber nach. Kann ich irgendwas für Sie tun? Lieutenant Colombo, ich bin hier verabredet. Ach so, ja, ich weiß, aber Sie sind etwas zu früh. Ich weiß. Wer hat Sie reingelassen? Der Pförtner war so freundlich, er hielt mich für ehrlich. Mrs. Williams müsste gleich hier sein. Sie kommt nie zu spät zu einem Termin. Ach, wirklich? Ich habe die schreckliche Eigenschaft, ich komme immer zu früh. Jedes Mal, wenn ich irgendwo sein muss, bin ich viel zu früh. Sagen Sie mal, sind Sie hier der Sekretär? Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin Anwalt. Ich bin sogar Ihr Sozius. Oh. Und wenn die Sekretärin krank ist, muss ich aushelfen, sonst läuft der Laden nicht. Wie können Sie sowas nur tun? Was tun? Für eine Chefin arbeiten. Was sollte mir das ausmachen? Sie ist außerdem einer der tüchtigsten und besten Anwälte, die wir in diesem Staat haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Habe ich Sie warten lassen? Nein, ich war zu früh. Ach so, gut. Wollen Sie nicht da reinkommen? Anrufe stelle ich vorläufig nicht durch. Ja, danke. Es tut mir leid, dass ich Sie gleich an Ihrem ersten Arbeitstag belästigen muss. Ach, ist schon gut, Lieutenant. Die Leute vom FBI sind noch nicht weitergekommen, oder? Nein, nichts, kein Stück, kein Hinweis. Sagen Sie, das ist aber ein tolles Telefon. Ja. Solche technischen Spielereien haben Sie gern, nicht? Nein, aber dieser Apparat ist für mich eine große Hilfe. Sehen Sie, wenn ich zum Beispiel einen Klienten erinnern will, sagen wir, er hat eine Gerichtsverhandlung, dann spreche ich eine Nachricht auf Band und dieser Apparat ruft dann zur programmierten Zeit meinen Klienten an und gibt die Nachricht durch. Fabelhaft. Wirklich unglaublich. Mit Elektronik kann man heute wirklich alles machen. Wenn man will, meine ich. Manches natürlich auch nicht. Können Sie mir vielleicht mal sagen, wie dieser Apparat heißt? Vielleicht kann ich nämlich den Chef dazu bringen, dass er mir so ein Ding ins Büro stellt. Haben Sie einen Kugelschreiber? Oh, ja, vielen Dank, ja. Solche Sachen faszinieren mich. Es gibt nämlich schon wieder was Neues. Wenn meine Frau und ich zum Football wollen, dann rufen wir so einen Dienst an. Wegen der Karten. Und der macht dann alles mit dem Computer. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Was wollen Sie nun eigentlich von mir? Lieutenant, was ist? Sehen Sie, Mrs. Williams, jetzt ist Mord mit im Spiel und, es ist meine Aufgabe, den aufzuklären, den Fall von allen Seiten zu durchleuchten. Aber den Mord kann man doch nur aufklären, wenn man die Kidnapper gefasst hat. Oh, die Kidnapper müssen die Jungs vom FBI suchen. Das ist deren Aufgabe. Beruhigend, denn die verstehen ihr Geschäft. Das tun sie. Die verstehen ihr Geschäft. Aber wenn ich da so an mich denke, ich bin ein komischer Kauz. Ach, wirklich? Ja, ich mache mir Sorgen. Es gibt Dinge, die mich stören. Ich bin ein Sorgenkind. Ich meine, wenn ich nachdenke über Details, dann verliere ich meinen Appetit. Ich kann nicht essen. Meine Frau sagt immer zu mir, hör zu, du gehst mir damit auf die Nerven. Sie wissen, was ich meine. Ja, so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Erzählen Sie doch noch ein bisschen mehr über sich. Oh ja, wenn Sie wollen, danke. Vielen Dank. Wissen Sie, es gibt da so ein paar winzige Kleinigkeiten bei der Entführung Ihres Mannes, die, so winzige Kleinigkeiten, die... Funktioniert dieses Feuerzeug? Ja. Die gehen mir einfach nicht aus dem Sinn. Und welche sind das? Der Beutel zum Beispiel. Welcher Beutel? Den Sie aus dem Flugzeug geworfen haben. Der Beutel, in dem das Geld war. Oh, habe ich denn nicht gesagt, welchen Beutel ich meine? Nein, das haben Sie nicht. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, ich hätte es. Was ist denn nun mit dem Beutel? Oh, nichts. Ich dachte nur, es ist doch wirklich komisch, dass der, der das Geld aus dem Beutel genommen hat, den Beutel nicht auch mitgenommen hat. Was finden Sie denn so komisch daran? Ich kann mir vorstellen, so ein Kidnapper ist in erster Linie daran interessiert, dass er nicht gefasst wird. Der findet den Beutel und nimmt das Geld raus und dann fährt er weiter und den Beutel schmeißt er weg? Ich weiß natürlich, dass Sie das besser beurteilen können als ich, Lieutenant, aber wir wissen, dass Menschen in Stresssituationen nicht logisch handeln. Meistens emotionell, unlogisch. Ja, das ist ein wahres Wort. Das hilft uns ja, denn dadurch begehen sie Fehler. Und die bringen die meisten Kriminellen hinterher, nicht wir. Naja, dann ist doch nichts komisch daran, wenn man sich vorstellt, dass, wie Sie den Beutel aufgemacht haben, um zu sehen, ob das Geld wirklich drin ist,
und es vielleicht sogar zählen wollten, ein Gefühl von Panik hatten und haben es herausgerissen und sind weggefahren. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Wahrscheinlich war das so, Sie haben recht. Ich meine, ich will mein Argument über den Beutel nicht verteidigen. Ich habe es ja lediglich als ein Beispiel gegeben, um zu zeigen, was für eine Person ich bin. Wissen Sie, ich bleibe an Einzelheiten hängen. In anderen Worten, was ich Ihnen erklären will, ist meine, wie nennt man das nochmal? Eigentümlichkeit. Richtig, Eigentümlichkeit. Das ist ein gutes Wort. Oh, eins der besten. Mhm. Sonst noch irgendwas? Nein. Nein. Ich denke, das wär's. Hm. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich konnte ein paar Dinge in meinem Kopf wieder zurechtrücken. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte. Ich danke Ihnen. Oh. War doch nicht was? Was ist denn bloß los mit mir? Da ist doch noch was. Den Einschusskanal, meine ich. Und was ist damit? Ihr Mann wurde von der Kugel in einem Winkel von 45 Grad getroffen. Warum ist das nun wieder so wichtig? Das bedeutet, dass Ihr Mann gestanden hat. Und so wie Sie da jetzt stehen. Leslie, ich dachte... So wie Sie jetzt stehen. Und der Mörder hat gesessen. So wie ich jetzt. Und aus dieser Position hat er geschossen. Es tut mir leid. Nur einen Schluck Wasser. Nur einen Schluck Wasser. Entschuldigung. Danke. Es tut mir leid, ich wollte ja, Sie nicht aufregen. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Bitte erzählen Sie doch weiter. Ich kann ja sehr gut ein andermal wiederkommen. Nein, wirklich, es geht mir gut. Ich will es hören. Geht es Ihnen wirklich wieder gut? Mhm. Es ist weiter nichts mehr darüber zu sagen. Es ist nur eins von diesen kleinen Dingen, die mich beschäftigen. Ich meine, was hat Ihr Mann getan? Hat er einfach so dagestanden? Und irgendein Bursche sitzt da und legt ihn um? Wissen Sie, diesen Punkt, da keiner dabei war, kann man diese Frage nicht beantworten. Richtig. Da haben Sie auch wieder recht. Nein. Nein, nein. Aber da ist noch eine Sache, die komisch ist. Schon wieder was Neues? Ihr Mann wurde erschossen mit einem Revolver Kaliber 22. So? Die meisten Verbrecher benutzen einen 32er oder vielleicht auch einen 38er. Dieser hatte eben einen kleinen Revolver. Ja, ja, richtig. Und ich habe versucht, mir vorzustellen, warum einen... Sehr interessant. Ja, Sie sagen es, das ist interessant. Was ist, wenn der Mörder jemanden erschießen wollte und trotzdem sicher gehen wollte, dass die Kugel den Körper des Opfers nicht durchschlägt? Wieso sollte sie nicht? Weil er in dem Raum, in dem er sein Opfer erschoss, keine Spuren hinterlassen wollte. Sie denken wirklich sehr viel nach über Ihre kleinen Details. Sehen Sie, einzeln haben alle diese Dinge nicht viel Bedeutung. Aber sieht man sie im Ganzen, stellt eins neben das andere und denkt drüber nach. Dann stellt man fest, mit dieser Entführung stimmt was nicht. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie damit sagen, dass es sich bei diesem Verbrechen in erster Linie nicht um eine Entführung handelt? Das wollte ich sagen. Das ist doch sehr interessant, nicht? Sehen Sie, was ist, wenn jemand Ihren Mann ermorden wollte und die Entführung einfach vorgetäuscht hat? Und was ist mit dem Lösegeld auch nur vorgetäuscht? Ach, das wäre doch immerhin möglich. Es hat uns auf die falsche Spur gelockt. Wir fahnden nach Kidnappern, die nicht existieren. Und in Wirklichkeit befindet sich der Mörder irgendwo in unserer Nähe und wir erkennen ihn nicht. Also scheinen Ihre kleinen Details doch einen Sinn zu ergeben. Der Einschusskanal? Ja, genau. Erschossen von irgendjemand, den er kannte, weil der Mörder im Sitzen schießen konnte. Das Kaliber des Revolvers? Richtig. Erschossen in einem Raum, in dem Spuren nicht erwünscht waren. Spuren von Einschüssen in der Wand zum Beispiel. Der leere Beutel? Der leere Beutel, ja. Kann ich mir auch noch nicht erklären. Lieutenant, in aller Offenheit muss ich Ihnen sagen, dass Sie sich da die absurdeste Theorie zusammengebastelt haben, die ich je gehört habe. Alles, was Sie sagen, beweist nicht das Geringste, wie Sie sein wollen. Ja, das weiß ich. Ich bin ja auch kein Anwalt. Ich weiß, dass meine Theorien nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Aber, Mrs. Williams, ich bin nicht erst seit gestern bei der Polizei. Und nach so vielen Jahren, glauben Sie mir, kriegt man eine Nase für sowas. Was wollen Sie nun eigentlich von mir? Sie wissen, dass Sie mir helfen könnten, wenn Sie mir was von Ihrem Mann erzählen würden und von sich selbst. Vielleicht fällt dabei irgendein Name, ein Geschäftspartner, ein Freund, ganz gleich. Aber vielleicht stoßen wir auf irgendeinen, der ein Motiv hatte, ihn zu töten. Wenn das nicht geschieht... Ist das auch nicht weiter schlimm, denn die Jungs vom FBI suchen ja nach den Entführern. Lieutenant, ich halte nicht viel von dieser Mordtheorie. Mrs. Williams... Selbstverständlich haben Sie das Recht. Lieutenant, darf ich ausreden? Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Wer auch immer meinen Mann getötet hat, aus welchem Grund auch immer, ich will, dass man ihn findet. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Michael, Lieutenant Colombo und ich sind auf dem Flugplatz, falls jemand nach uns fragt.
Warum sind wir denn da? Ich versuche wenigstens an zwei Tagen in der Woche ein paar Stunden zum Fliegen zu kommen und heute ist so ein Tag. Außerdem halte ich es hier nicht mehr aus. Kommen Sie, dann reden wir weiter. Wo? In einem Flugzeug? Lieutenant, fliegen Sie etwa nicht gern? Wissen Sie, es ist nicht meine liebste Freizeitbeschäftigung. Zu sein ist die beste Entspannung für mich, Lieutenant. Ganz allein. So frei wie ein Vogel. Aha. Hier oben kann ich am besten nachdenken, wissen Sie? Kein Witz, ne? Kein Witz. Mrs. Williams, würden Sie das bitte nicht tun? Sind Sie nervös? Ich will Sie nicht kränken, aber es ist wie im Auto. Ich bin immer nervös, wenn ich nicht selbst fahre. Ja, wollen Sie das Steuer übernehmen? Wie meinen bitte? Ich kann Ihnen in einer Stunde beibringen, wie man fliegt. Ach ja, wirklich. Das wäre bei mir reine Zeitverschwendung. Ich werde nie wieder fliegen. Jetzt mache ich mir wirklich Vorwürfe. Fliegen ist ein so wundervolles Erlebnis und nun habe ich es Ihnen verdorben. Oh nein, 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 das haben Sie nicht. Ich bin noch nie gern geflogen. Weil Sie noch nie selbst geflogen sind. Was wir nicht kennen, fürchten wir. Also jetzt übernehmen Sie. Nein, ich will es nicht. Vielen Dank. Versuchen Sie. Sie werden sehen, wie wunderbar das ist. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen und ich weiß das auch zu würdigen. Nur ich... Vielleicht genügt es, wenn Sie es mir beschreiben, nicht? Ich will Ihnen doch nur zeigen, wie leicht es ist, Lieutenant. Sind Sie fertig? Fertig? Wofür? Es geht los. Hier. Übernehmen Sie das Steuer und die Kontrolle. Den Berg vor uns haben Sie gesehen, ja? Was haben Sie vor? Den Knüppel leicht zurückziehen. Lassen Sie die Füße von den Pedalen, das mache ich. Nein, nein, das war zu viel, viel zu heftig. Bleiben Sie mit der Nase oben. Ein Flugzeug muss man behandeln wie eine Frau, ganz zärtlich. Genau wie eine Frau, sehr zärtlich. Was wollen Sie denn an diesem Berg? Ziehen Sie hoch, Lieutenant. Noch mehr, noch mehr, noch... Das war brillant, Lieutenant. Sie sind ein fantastischer Pilot. Ist schön, nicht? Es wäre mir angenehm, wenn wir einen Augenblick nicht reden. Wie Sie wollen. Können Sie schon wieder reden? Nein, noch nicht. Besser? Okay. Sie können mich fragen, was Sie wollen. Ich werde Ihnen helfen, wo ich nur kann. Haben Sie Ihrem Mann das Fliegen beigebracht? Nein, er wollte es nicht lernen. Noch weitere Fragen? Mrs. Williams, hat man vielleicht persönliche Feinde? Er hatte keine Feinde. Alle bewunderten meinen Mann. Sie respektierten und achteten ihn. Sogar seine Konkurrenten. Er war Präsident der hiesigen Anwaltskammer. Seine Kollegen hatten ihn 5 Jahre hintereinander wiedergewählt. Ja, aber manchmal verbirgt sich hinter Respekt und ich meine, vielleicht gab es jemanden, der missgünstig war und neidisch auf seinen Erfolg. Wenn es so jemanden gab, dann habe ich ihn nie getroffen. Und was weiter? Ja? Das ist keine sehr leichte Frage, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Hat Ihr Mann Beziehungen zu irgendwelchen anderen Frauen gehabt? Er ist mir nie untreu gewesen, wenn Sie das meinen. Woher wissen Sie das? Warum sind Sie so sicher? Weil er eine sehr strenge Auffassung von Ethik und Moral hatte, die sein ganzes Leben bestimmt. Was für ein bemerkenswerter Mann.
Vielleicht werden Sie es mir nicht glauben. Einen bemerkenswerteren habe ich nie getroffen. Ich kann Ihnen also nicht helfen. Nein, nein, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Hier handelt es sich um einen Prozess, bei dem ausgesiebt wird. Sie verstehen. Und keine weiteren Fragen? Nein. Nein, ich denke nicht. Dann fliegen wir wieder zurück? Mhm. Alles in Ordnung? Hä? Ja. Oh ja. Ja, mir geht's gut. Hat's ihm denn gefallen, Lieutenant? Wissen Sie, es war wirklich ein Erlebnis. Aha. Ich weiß jetzt, was Sie meinen. Sie haben gesagt, dass es Sie entspannt. Und bevor ich mit Ihnen flog, da war ich sehr verkrampft. Aber jetzt bin ich gerade... Jederzeit. Wann Sie Lust haben, Lieutenant. Ja, danke. Sagen Sie... Wissen Sie, ich habe da diesen Vetter Ralf. Sein Name ist Ralf. Ralf ist einfach der Größte. Ich meine, er denkt besser, er redet besser, er macht überhaupt alles besser. Ralf ist einfach der Größte. Und diesen Ralf, Mann, was Ralf auch anfasst, was er auch tut, ich werde ihn nie vergessen. Ist da eine Pointe in der Geschichte, Lieutenant? Eine Pointe? Eine Pointe. Nein, ich hab gedacht... Ach so, nun weiß ich, wie ich drauf gekommen bin. Was Sie mir über Ihren Mann erzählt haben, da oben in der Luft, da fiel mir plötzlich Ralf ein. Wissen Sie, dieser Ralf ist eine richtige Plage. Ich meine, er ist so perfekt. Manchmal möchte ich ihn umbringen deswegen. Ja, das verstehe ich. Ich werde gehen und mich umziehen, Lieutenant. Das wär's für heute, Jungs. Ich bin mit meinen Gedanken woanders. Hey, Lieutenant. Na, wie geht's denn, Bert? Na, was soll's denn heute sein? Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Hä? Sie haben einfach keine Fantasie. Wie darf ich denn das verstehen? Sie sehen sich zwar immer die Karte an, aber bestellen tun Sie dann Chili. Wenn Sie das sagen, dann ist das wohl so. Also, was darf sein? Ich werde das Chili nehmen, Bert. Ich hätte gar nicht zu fragen brauchen. Sehen Sie das doch mal aus meiner Sicht. Auf diese Weise kann ich keine Enttäuschung erleben. Ja, das ist ein Argument. Also, eine Portion Chili. Und zwar spezial für den Lieutenant. Lieutenant Columbo? Ja? Ich bin Margaret Williams. Wir haben uns mal getroffen. Oh, ja, natürlich, ich weiß. Ja, ich habe nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sollten das Chili versuchen. Das schmeckt sehr gut hier. Lieutenant, ich muss mit Ihnen reden, dringend. Wieso das? Worüber? Über den Mord an meinem Vater. Hören Sie, es tut mir furchtbar leid, aber wir tappen immer noch im Dunkeln. Wir kommen einfach nicht weiter. Vielleicht bin ich in der Lage, Ihnen zu helfen. Wollen Sie denn wirklich nichts essen? Lieutenant, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Oh, bitte entschuldigen Sie. Ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Wollen wir uns nicht da drüben an den Tisch setzen? Wenn Sie wollen.
Wissen Sie, es liegt immer an den Crackern, wenn es schmeckt. Ich nehme an, meine Stiefmutter hat etwas mit dem Mord zu tun, Lieutenant. Sind Sie sich klar darüber, was Sie da sagen? Ja. Na, dann fangen Sie mal an. Nur sie kann es getan haben. Sie hat ihn nie geliebt. Sie hat ihn benutzt, um zu erreichen, was sie wollte. Eine Karriere. Sie wollte seinen Namen, brauchte seinen Einfluss. Denn nur damit konnte sie die berühmte Staranwältin werden. Denn Partner meines Vaters zu sein, das bedeutete Erfolg. Und zwar einen schnellen Erfolg. Wann fing die Geschichte an? Ich meine, war das, als Ihre Mutter noch lebte? So ist es. Aber da hatte er keine Affäre mit ihr. Wie können Sie dessen so sicher sein? Weil ich ihn genau kannte. Er war meiner Mutter treu, auch die letzten Jahre vor ihrem Tod, Lieutenant. Und wie kamen Ihr Vater und Ihre Stiefmutter dann schließlich zusammen? Nachdem meine Mutter gestorben war. Sie hat ihn dazu überredet, ihretwegen den Bundesgerichtshof zu verlassen. Bundesrichter zu werden war sein Lebensziel, aber er hat verzichtet. Nur um bei ihr sein zu können. Und dann sind Sie irgendwann Partner geworden? Das war Leslies Bedingung. Weil er sie gern heiraten wollte, hat er sie in die Firma genommen. Was für ein Motiv hat sie gehabt, ihn zu töten? Mein Vater hat mich in den letzten Ferien in der Schweiz besucht und da erzählte er mir, was für ein Narr er gewesen sei. Er erzählte, dass sie ihm gesagt hatte, wie schrecklich er sie langweilen würde und dass er ein seniler alter Mann sei. Sie wollte für die Ehe ein neues Arrangement. Und dann hat er geheult. Ich hatte meinen Vater noch nie weinen sehen. Seine Firma sollte er ihr überschreiben. Sie wollte, dass sie ihr allein gehört. Und dann hätte sie verlangt, dass ihr Leben getrennt verliefe. Sie wollte sich aber nicht von ihm scheiden lassen. Sie wollte weiter in seinem Haus leben, aber keine Ehe führen. Er hätte eine solche Lebenslüge nicht durchhalten können und das hat er ihr auch gesagt. Sie hat nur gelacht und ihn verspottet. Ich habe meinen Arm um ihn gelegt, um ihn zu trösten und... Und wie geht's noch weiter? Er würde sich scheiden lassen, hat er ihr gedroht. Und dass er seine Kanzlei schließen würde. Ich glaube, er ist sehr massiv geworden. Und deswegen hat er sterben müssen, Lieutenant. Nun hören Sie mal zu, Margaret. Sie haben mir ein paar Gründe genannt, warum möglicherweise Ihre Stiefmutter ein Motiv gehabt haben könnte. Aber es ist doch die reine Wahrheit. Ich sage ja auch nicht, dass ich daran zweifle. Aber Sie haben keine Beweise für das, was Sie sagen. Und ohne Beweise können wir nichts unternehmen. Alles, was Sie haben, sind Annahmen und Vermutungen. Verstehen Sie? Außerdem, wie hätte sie es tun können? Hätte sie wirklich fremde Menschen zu Mitwissern gemacht? Das wäre doch viel zu riskant gewesen, nicht? Mhm. Naja, der einzig mögliche Weg wäre gewesen... Na, das ist verrückt. Was denn? Mir kam da gerade ein Gedanke, aber der einzig mögliche Weg wäre, wenn da jemand... Wenn es gar keine Entführung gegeben hätte. Dann hat sie ihn umgebracht und die Entführung nur vorgetäuscht. Das habe ich nicht gesagt. Das war nur so eine verrückte Idee von mir. Ich meine, vergessen Sie es. Können Sie denn nicht beweisen, dass eine Entführung nicht stattgefunden hat? Nein, das kann ich natürlich nicht. Hören Sie, das Ganze ist eine so verrückte Idee. Am besten, wir vergessen das schnell wieder. Ja. Ich werde aber mit Ihnen in Verbindung bleiben, Lieutenant. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wenn ich allerdings daran denke, dass der Autositz vorgezogen war... Haben Sie etwas zu mir gesagt? Ich sagte, dass mir die Position des Autositzes aufgefallen ist. Welcher Autositz? In dem Wagen Ihres Vaters. In der Nacht, in der wir damals den Wagen Ihres Vaters fanden, da fiel mir auf, dass der Fahrersitz nach vorn gezogen war. Und was hat das zu bedeuten? Ihr Vater war sehr groß. Wenn ich mich recht entsinne, war er über 1,80. Aber derjenige, der den Wagen zuletzt gefahren hat, der muss den Sitz vorgezogen haben. Zum Beispiel eine Frau? Kann sein. Und dann wäre da noch der Autoschlüssel Ihres Vaters. Was ist mit dem? Wir haben ihn nie gefunden. Der Schlüssel steckte nicht. Und als wir dann später die Leiche Ihres Vaters fanden, da hatte er den Schlüssel auch nicht bei sich. Ja und? Ist Ihnen mal aufgefallen, dass jemand, der aus einem Wagen steigt, ganz automatisch die Schlüssel abzieht? Also derjenige, der den Wagen zuletzt gefahren hat, hat instinktiv die Schlüssel mitgenommen. Und wird sie vielleicht auch noch haben. Margaret Williams. Könnte ich vielleicht mit Lieutenant Colombo sprechen?
Mrs. Williams. Was ist los? Ich wurde angerufen, da bin ich gleich gekommen. Ich habe Sie nicht angerufen. Naja, das weiß ich. Es war Ihre Stieftochter, Margaret. Und wer hat Sie hereingelassen? Sie hat gesagt, sie würde die Tür offen lassen. Ich verstehe nicht. Was ist denn? Warum hat sie Sie angerufen? Sie sagte, sie müsste mir was zeigen. Ach so. Oh, Margaret! Margaret! Du willst was von mir? Ja. Lieutenant Colombo wollte mit dir reden. Soviel ich weiß, ist er hier, um mit uns beiden zu reden. Stimmt das? Ich dachte, es wird ihn vielleicht interessieren, dass ich das hier gefunden habe. Meines Vaters Autoschlüssel, Leslie. Die waren in deinem Schlafzimmer. Margaret, Sie wollen sagen, das sind die Schlüssel Ihres Vaters? Können Sie mir vielleicht die Bedeutung dieser Schlüssel erklären? Die ist mir nicht ganz klar. Tja, Mrs. Williams, das ist folgendermaßen. Die Schlüssel waren nicht im Wagen. Und bei der Leiche haben wir sie auch nicht gefunden. Und da haben wir uns gefragt, wo sie abgeblieben sind. Mein Vater wurde nie gekidnappt. Er kam an dem Abend nach Hause und du hast ihn umgebracht. Oh, Margaret, Margaret, wenn du gefälligst erst einmal nachdenken würdest, bevor du so etwas sagst. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß nicht, was ich mit diesem... Es ist wahr, du hast ihn gekidnappt. Es ist wahr. Warten Sie mal, nur einen Moment. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich dahin. Hören Sie gut zu, Margaret. Was Sie wollen, ist mir vollkommen klar. Die Sache hat nur einen Fehler, denn Ihrem Vater gehörten diese Schlüssel nicht. Margaret, dieses Haus wird überwacht. Und Sie haben gestern einen Schlosser kommen lassen. Er hat mir die Liste der Duplikatschlüssel gezeigt, die Sie bestellt haben. Und jetzt will ich Ihnen auch noch sagen, was Sie getan haben. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich das merken. Das Fälschen von Beweisstücken ist strafbar. Aber sie hat ihn getötet! Dafür gibt es keinen Beweis! Sie war es, ich weiß es und Sie wissen es auch! Nein, ich weiß es nicht! Sie wissen, nein, ich weiß es nicht! Sie wissen. Hör zu, Kleines. Das versuchst du besser nie wieder. Wie kann dieses Kind nur so etwas denken, Lieutenant? Ich habe ja gewusst, dass sie mich nicht mochte, aber ich habe nie geglaubt, dass sie so weit gehen würde. Also gut, ich werde Ihnen die Wahrheit sagen, Mrs. Williams. Ich wusste, dass sie sie verdächtigt und... Naja, sie war neulich mal bei mir und da hat sie mir gesagt, dass sie glaubt, dass Sie ihren Mann umgebracht haben. Ich habe ihr aber gesagt, dass das völlig absurd ist. Ja, aber Sie haben ihr die Sache mit den verschwundenen Schlüsseln gesagt. Mir gegenüber haben Sie die nie erwähnt. Gehörten die nicht zu den kleinen Details, die Sie immer so beschäftigen? Wissen Sie, Mrs. Williams, wenn, was wir nicht hoffen wollen, Ihre Stieftochter recht hätte, dann wäre es doch nicht sehr geschickt von mir gewesen, Ihnen von den Schlüsseln zu erzählen. Das sehe ich ein. Dann auf Wiedersehen, Mrs. Williams. Lieutenant Colombo? Ne? Vielen Dank dafür, dass Sie Margaret den Kopf zurechtgerückt haben. Oh, das musste ich doch tun, denn aufgrund gefälschter Beweisstücke dürfen Sie nicht wegen Mord angeklagt werden. Dass du es getan hast. Ich weiß es. Vielleicht solltest du zu einem Arzt gehen, Margaret. Meinst du? Ja, das meine ich. Ich glaube nämlich, du bist krank. Hörst du eigentlich zu? Ja, aber es fällt mir schwer, weil ich so krank bin. Margaret, warum gehst du nicht zurück in die Schweiz? Du könntest im Hotel wohnen, bis die Schule wieder anfängt. Ich bleibe. Hier, in diesem Haus. Dann hör gut zu, bitte. Du bleibst nur so lange hier, wie du dich zusammennimmst. Nur einmal noch so ein Drama, dann werde ich dafür sorgen, dass du von deinem Erbe bestimmt nichts, aber auch gar nichts bekommst. Die Mittel dazu habe ich. Dann kannst du von der Wohlfahrt leben. Wo werden dann deine Freunde sein, Margaret? Wenn du kein Geld mehr hast, um dir deine Freunde zu kaufen. Ja? Oh, Mrs. Williams?
Ja. Hier ist Lieutenant Columbo. Ich wollte fragen, ob ich vielleicht mal bei Ihnen vorbeikommen darf. Ich möchte Ihnen etwas sagen, das Sie sicher überraschen wird. Es ist für Sie. Prima Trick, hä? Sehen Sie, mir war eingefallen, dass Sie diese kleinen technischen Spielereien lieben. Solchen kleinen Spaß kann man auch auf Partys machen, wenn man mit netten Freunden zusammen ist. Das war nur ein Scherz. Würden Sie mir sagen, wie Sie das gemacht haben? Oh, das ist ganz einfach. Ich habe eins von den Telefonen genommen, wie das hier. Ja, und dann musste ich die Uhr einstellen und mit einem Tonbandgerät koppeln. Und das war's schon. Ich habe einen Haufen Arbeit, Lieutenant. Würden Sie mir also bitte erklären, was das mit dem Mord zu tun hat? Ihnen kann man aber auch gar nichts vormachen, Mrs. Williams. Jetzt haben Sie mich schon wieder erwischt. Ich will Ihnen sagen, was das sollte. Es zeigt doch, dass Ihr Mann vor dem Anruf schon tot gewesen sein kann. Und seine Stimme kam von einem sorgfältig geschnittenen Tonband von hier. Wissen Sie, Columbo, dass ich Sie fast gern habe mit Ihrer schäbigen Art und Weise. Vielleicht ist es die Art, wie Sie hier reingeschlurft kommen mit Ihren billigen Tricks. Was ich? Tricks? Ihre Unterwürfigkeit, die scheinbare Geistesabwesenheit, die netten kleinen Anekdoten über die Familie, die Frau und all das. Ach, wirklich? Ja, Lieutenant Columbo, holprig und stolpernd und klein, aber ständig ist er an der Kehle seines Opfers. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in den meisten Fällen auch Erfolg hat. Ich nehme das Kompliment dankend an, Mrs. Williams, und ich weiß es besonders zu schätzen, weil es von Ihnen kommt. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich diesmal sehr enttäuscht von Ihnen bin, Lieutenant. Dieses Mal haben Sie mich furchtbar enttäuscht. Wieso das? Sie sind niveaulos geworden. Von verhüllten Drohungen und Einschüchterungen sind Sie gesunken aufs Schmierentheater. Was haben Sie sich eigentlich von diesem geschmacklosen, billigen Trick versprochen? Haben Sie erwartet, dass ich mich gestehend vor Ihnen auf die Knie werfe? Nein, nein, das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Wozu haben Sie es dann inszeniert? Es gehört nur zu meinen anderen kleinen Details. Je mehr Zeit vergeht, umso besser sieht man, so könnte es passiert sein. Vielleicht könnte sein. Solche Phrasen wollen Sie bei Gericht vortragen? Sie fliegen raus wegen Mangels an Beweisen. Ja, aber sehen Sie, das ist doch das Merkwürdige daran. Ein Freispruch aus Mangel an Beweisen ist immer fragwürdig. Sie wissen genauso gut wie ich, die Öffentlichkeit gibt sich erst zufrieden, wenn man ja einen anderen Schuldigen präsentieren kann. Ja, ich weiß. Ich kenne die Perimesentour unserer Justiz, Lieutenant. Ich habe sie selber schon angewandt. Sie wollen Zweifel an meiner Person wecken. Sie wollen meinen Ruf zerstören, indem Sie mich vor Gericht bringen. Aber Sie vergessen die andere Seite. Ich könnte nachweisen, wie Sie mich verfolgten, mich jagten, wie ein bösartiger Kläffer. Sie haben sehr schwache Karten, Lieutenant. Und jetzt verhaften Sie mich oder verschwinden Sie von hier. Naja, ich will Ihnen lieber die Wahrheit sagen. Man hat mir den Fall leider weggenommen. Weil ich einfach nichts rausfinde. Keine Beweise, kein gar nichts. Da ist ein Mord passiert in Malibu, den soll ich übernehmen. Und Sie hätten nicht weiterleben können, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ja, so ist es. So ist es. Ah. Sehen Sie, jetzt hätte ich es fast doch noch vergessen. Auf Wiedersehen, Mrs. Williams. Leben Sie wohl, Lieutenant. Ja. Hallo. Ja, wieso erschreckst du denn so, Leslie? Ich empfange dich doch nur so, wie du meinen Vater empfangen hast. Oder war es anders? Stopp, Leslie! Der erste war eine Platzpatrone. Aber wer kann es wissen? Der nächste Schuss könnte schon scharf sein. Margaret, lass mich bitte raus hier. Lass mich raus. Gewehr. Tu den Revolver weg. Tu
wirst... Such mich, wenn du nicht zu feige bist! Margaret! Margaret! Entführt worden. Er kam abends nach Hause und du hast ihn ermordet. Ich weiß, du warst es. Ich weiß 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 es. Margaret! Hinauswirfst, Leslie, ich werde nicht aufgeben. Ich werde dich jagen, bis ich bewiesen habe, dass du es warst. Los, pack deine Sachen! Vielleicht hast du die Güte, mir zu sagen, wie du dir das vorstellst. Mein Geld hast du ausgegeben. Und mein Erbe willst du mir auch noch nehmen. Mein Anteil an dem Haus. Du denkst doch nicht, dass ich mir das gefallen lasse. Ich will alles das, was mir gehört. Wenn ich dich richtig verstehe, willst du verhandeln? Ich verlange nicht mehr, nicht weniger als das, was mir gehört. Ich gebe dir 20.000 im Jahr, 5 Jahre lang. Das wird wohl ausreichen. Bis jetzt standen mir aber 25.000 zu. Plus einen Bonus von 5.000. Auf die Hand, Leslie. Das nenne ich ein braves Kind. Also gut. Wenn du morgen fliegst, bin ich einverstanden. Dann entschuldige mich. Ich werde jetzt packen gehen, Leslie. Last and final call for flight number 26 to New York City. Exit B, gate 28, please. Passengers for flight number 26, please. Exit B, gate 28. Also, du weißt Bescheid. In Zürich werde ich Mr. Steiner vom Flugplatz abholen, mit dir zu einer Bank gehen und ein Konto für dich eröffnen. Dann leb wohl, Margaret. Auf Wiedersehen, Leslie. Mr. Pohl, arriving from Hamburg, please contact the Information Center. Herr Pohl, Fluggast aus Hamburg, wird gebeten, sich am Informationsschalter zu melden. Lieutenant Columbo. Ah, oh, Mrs. Williams. Privat hier oder wieder auf Jagd? Nein. Nein, ich warte nur. Sie sehen deprimiert aus. Ist Ihnen ein Verbrecher durchgegangen? Kommen Sie, begleiten Sie mich. Ich gebe einen aus für Sie, Lieutenant. Ich kann es nicht leiden, wenn Sie ein so böses Gesicht machen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Tja, mein gutes Herz. Also kommen Sie. Mr. and Mrs. Horneman, flight passengers to Copenhagen, are kindly requested to contact SAS ticket counter. Herr und Frau Hornemann, Reisende zu Köpenhagen, wie es absolut SAS Flügelbüro. Ja, bitte. Was wollen Sie trinken, Lieutenant? Oh, ich wähle nach Ihnen. Einen Sherry. Ich hätte gerne ein Kräuterbier. Sie trinken Kräuterbier? Lieutenant, Sie geben mir jedes Mal das Gefühl, als sei ich dekadent. Das tue ich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es tut mir leid. Das ist nicht persönlich gemeint, verstehen Sie? Oh ja, das verstehe ich. Ich werde Sie sehr vermissen, Lieutenant. Sie und alle Ihre faszinierenden kleinen Details. Sie imponieren mir. Ja, wirklich. Sie sind eine imponierende Frau.
Sie machen seit neuestem Komplimente. Oh ja, ja. Wie schön. Man lernt eben nie aus. The parents of 7-year-old Gunilla Grundfos, transit passengers from Tokyo to Stockholm, are asked to meet their child at terminal police station. For Eldrana of Skiuriga Gunilla Grundfos, transit passagier from Tokyo to Stockholm, önskas hämta sitt barn vid Lufthamnes polisstation. Eine Zeit lang habe ich doch tatsächlich geglaubt, die erwische ich nie. All diese kleinen Details, die wollten einfach nicht zusammenpassen. Ja, und dann dachte ich, ich könnte es mal mit Geld versuchen. Mit Geld versuchen? Ja, mit dem Lösegeld. Wenn Sie die Entführung nämlich nur vorgetäuscht haben, dann müssen Sie auch irgendwo das Lösegeld haben. Da Sie für das Lösegeld alles flüssig machen mussten, dachte ich, es kann nur einen Weg geben. Ich muss Sie dazu bringen, von dem Lösegeld etwas auszugeben. Danke, vielen Dank. Ich hatte deswegen Krach mit meiner Frau, denn die Idee war ziemlich verrückt. Aber ich bildete mir ein, denn Mrs. Williams, Sie haben kein Gewissen. Und das ist Ihr schwacher Punkt. Es kommt Ihnen gar nicht in den Sinn, dass es nur wenig Menschen gibt, die Schweigegeld annehmen und dafür einen Mord vergessen. Daran haben Sie nie gedacht. Und ich wusste, dass Sie es nicht tun würden. Kein Gewissen. Und das macht Sie leider fantasielos. Sie können sich nicht vorstellen, dass andere Menschen nicht auch so sind wie Sie. Habgierig. Und deswegen, trotz Ihrer überragenden Intelligenz, und die ist bewundernswert, waren Sie der Meinung, dass Margaret sich kaufen lassen würde? Monsieur Ambor est prié de se rendre au bureau d'Air France. Attention, was wollen Monsieur Sie? Kommen Sie endlich zur Sache. Zur Sache bin ich längst gekommen, Mrs. Williams. Hier ist sie. Ich habe sie reingelegt. Sie konnten nicht drauf kommen. Das ist alles mit Margaret arrangiert worden. Ich habe Margaret gesagt, wenn wir sie wirklich kriegen wollen, dann müsste sie sie dazu bringen, von dem Lösegeld etwas auszugeben. Sie haben eine sehr glückliche Hand, Lieutenant. Nein. Ich gratuliere Ihnen. Sie waren sehr clever. Sie aber auch. Vielen Dank. Verzeihen Sie mir den Trick mit dem Aktenkoffer, aber wir mussten natürlich ganz sicher gehen, bevor wir Sie verhaften konnten. Und ich muss Sie leider verhaften. Wollen Sie Ihren Sherry noch austrinken? Nein, ich glaube, ich will nicht mehr. Würden Sie bitte Mrs. Williams in die Stadt bringen und klären Sie sie über ihre Rechte auf. Arrival National Airlines Flight 703 from Boston, Position 11A. Das macht 1,10 Dollar, bitte. Hm? Oh ja. Machen Sie einen Augenblick, bitte. Ja, glauben Sie, ich kann auch auf Kredit bei Ihnen. Ich bin von der Polizei, Lieutenant Colombo. Ich werde es für Sie anschreiben. Danke, vielen Dank. Danke. So.